Yo Leute, was geht? Hier sind wir wieder in Themnesia Hermesfestung. Zocken wir jetzt weiter. Die haben wir ja komplett schon abgeschlossen. Und jetzt gehen wir einfach mal wieder zurück zur Hauptbase und gehen in den nächsten Abschnitt. Können bestimmt nochmal ein paar Sachen upgraden hier. Hermesfestung erledigt. Diese Erinnerungen sollten uns genügen. Wir haben ausreichend Informationen, um herauszufinden, welche Rezeptur du für die Hermes-Antwort verwenden kannst. Möchtest du in die letzte Erinnerung eintauchen? Ah, okay. Okay, jetzt kann ich schon die letzte Erinnerung eintauchen. Das ist dann wahrscheinlich schon der letzte Abschnitt. Hier gibt es noch einen geschichtlichen Teil zu holen. Und da kommen wir wahrscheinlich dann hier rein. Alte Inschrift, was steht denn da? Es ist eine andere Aufrufe. Okay. Nur wer selbst einsieht, wird niemals verloren sein. Okay. Na dann. Ich würde auf jeden Fall erstmal upgraden gehen. Und dann wahrscheinlich auch erstmal die Sidequests machen. Okay. Ich wollte eigentlich upgraden bei dir. Kann ich jetzt gerade gar nicht. Ozean der Erinnerung ist der letzte Part. Haben hier aber noch Königlicher Garten offen neben Quest 1. Das machen wir jetzt erstmal. Königlicher Garten. Da gibt es nämlich immer noch mal ja, ein paar versteckte Bosse. Wenn man hier die Nebenquests fertig macht. Und das machen wir jetzt natürlich mal. Beacon Found. Stufenaufstieg. Ja, da kann ich hier noch mal ein paar Gegenstände benutzen. Kommt, drei Stück haben wir direkt weg. So, müsste das eigentlich funktionieren. Stufenaufstieg machen wir hier Stufe 12. Stärke, das ist doch ganz ordentlich. So, Talente können wir wieder freischalten. Das müssen wir jetzt auch hier mal wieder wechseln. Parieren habe ich hier weggelassen. Klauen, Federn. Strategien habe ich hier noch. Hier nimmt er automatisch einen Trank, das war eigentlich ziemlich cool. Für die Zeit, ja, das kann man eigentlich wegmachen. Und machen dann hier nochmal drauf. Das ist schon perfekt. Das ist eigentlich die beste Skill meiner Meinung nach. Haben wir hier noch eine Waffe. Solche Waffe. Okay, da gibt es hier noch eine neue tatsächlich. Riesenschwert. Jo, das wollte ich ja mal ausprobieren. Das checken wir jetzt mal ab. Und ich wollte mal gucken, ob ich hier auch schon mal was upgraden kann. Weil wir müssen ja eine Waffe komplett upgraden, um entsprechend dann eine Trophäe zu erhalten. Hier fehlen uns noch zwei Punkte. Okay, wie sieht es hier aus? Hier können wir eigentlich auch mal durchgraden. So, alles mal hier aufstocken. Doppelklinge kann ich wieder upgraden. Das ist natürlich super. Bisher meiner Meinung nach der stärkste Skill. Können wir mal gucken, ob das Großschwert jetzt vielleicht sogar noch besser ist. Naja, Tränke können wir noch mal aufwerten. Was haben wir hier? Trankregeneration braucht 3. Okay, den wollen wir auf jeden Fall voll machen. Und ein Rezept haben wir auch noch nicht gefunden. Tja. So, guck mal, was hier so abgeht. Schildzutat gibt es hier noch. Muss mit Sicherheit auch die ganzen Nebenmissionen machen, um entsprechend die ganzen Waffen abzubringen. Das kriegen wir hier aber eigentlich ganz easy hin. So, speichert. Gehen wir weiter. Okay, jetzt können wir hier hinten noch lang.
oben uns dieses Zeug holen. Was haben wir hier? Beschwerdebrief eines Alchemieforschers. Wunderbar. Und dann kommen wir jetzt hier unten wieder raus. So. Sieht's nämlich aus. Dann gehen wir das Ganze jetzt rückwärts. Okay. Da ist noch einer. Weggeplatscht. Da kommt auch noch einer. Boah. Dir los. Schon ganz gut. Geht halt auch auf jeden Fall auf mehrere. Das ist das Gute daran. Zack. Weg mit dem. Kommt noch einer. Okay. Einer nach dem anderen hier, Freunde. So. Alle platt gemacht, Schild eingesammelt. Und dann haben wir hier noch so einen Kerl. Das war jetzt natürlich wie sie. Ah, jetzt kommt der andere gammelige Typ da noch angelaufen. So, erstmal ein bisschen Energie holen. Oha. Ja, aber es ist wieder Rage. Die sind schon kräftig, die Typen. Kräftig, deftig. Jo. Boah. Krass. Der Attack habe ich auch noch nicht gesehen. Krasser Loot auf jeden Fall. Okay, das war knapp. Ah, Alchemieverstärker, Schlüssel. Schauen wir hier noch, Notizbuch. Brauchsgegenstand, den Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall. Was ist denn mit ihm hier los? Okay, jetzt können wir fast schon wieder rasten. Mit zwei Tränken. Das ist nämlich ziemlich ekelhaft. Aha. Boah, hier kommen echt schon einige Gegner. Ja. Sogar noch was. Was vergessen. Helle Bade. Okay. Ein Trank nur noch. Aber wenn ich mich richtig erinnern kann, gibt es hier vielleicht sowieso den Kron. Bevor man hier reingeht, nämlich eigentlich. Da ist er. Oder? Nein? Experiment. Das
Experimentenprotokoll, da ist er, der Drohnen. Wunderbar. Mal kurz aufladen. Schlüssel zum Untergrundlabor braucht man da. Okay, den haben wir jetzt noch nicht. Mal gucken, ob wir den hier irgendwo bekommen. Okay, na komm. Sensor. Oh, der ist schon ein bisschen stärker hier, der Kollege. Schwere Briefe erstmal einsammeln hier. So. Und jetzt machen wir den mal platt. Attacken. Jetzt übertreibt es aber, ne? Jetzt übertreibt es aber. Kann man einen Trag nehmen? Verstärker Zwillingsschwert, das ist schon mal super. Brauchen wir nämlich fürs Upgrade. Zum Gewächshausaufzug. Boah. Okay. Das haben wir jetzt geöffnet. Gucken wir mal, was hier oben ist. Oh, nett, wieder so ein Vieh. Kann es hier gar nicht leiden. Jetzt mal einen Trank nehmen. Ja. Dass er 200 Schaden aus irgendeiner Reichweite hat, das macht ja mehr Schaden als ein Boss. Was ist da los? Dass ich das eine, die eine Fähigkeit habe. Das wäre ich nämlich jetzt weg gewesen. Okay. Der ist echt so stark, der Typ. Das ist krass. Letzter Trank.
wäre toll. Natürlich nicht gebraucht. Ja. Dann so ein Boden. So, ich nehme mich Verstärker. Blutschwert. Schwarzblut. So, jetzt haben wir natürlich gar keine Tränke mehr. Zack. Platt ist er. So, Verbrauchsgegenstand. Kommen wir denn jetzt hier überhaupt hin? Aha. Ah, oh, da hinten schießt er. Krass. Ständig in Bewegung bleiben hier, diese Bogenschützen. Haben wir schon mal. Schlüssel zum Bibliotheksaufzug. Das ist super, den brauchen wir nämlich. Was haben wir denn hier? Schlüssel zum Gewächshausaufzug. Sofort, jetzt bist du dran. Ja. Keiner mag Bogenschützen, nämlich. So sieht's nämlich aus. So, da hinten brauchte ich den Schlüssel zum Labor. Okay, ich würde irgendeinen Aufzugschlüssel. Ah ja, hier geht's dann nicht mehr zurück. Okay, das heißt, wir können hier noch irgendwo lang. Das ist schon mal ganz gut. So groß kann das Level also nicht mehr sein. Zack. Immer noch ein dicker Gegner eigentlich. Richtig starker. So wird es auch jetzt wahrscheinlich wieder sein. Und da gibt's auch nichts. Also wo muss ich den Aufzugschlüssel verwenden? Gute Frage. Da bin ich ja lang, da komme ich da oben hin und da komme ich hier runter. Hier konnte ich den Aufzugschlüssel verwenden. Habe ich den Laborschlüssel bekommen oder was? Hä, ich glaube aber nicht, oder? Let me see. Ne, Schlüssel zum Untergrundlabor benötigt. Habe ich hier irgendwo einen Aufzug übersehen? Hm. Wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Hier kommen wir dann wieder zurück zu dem Blutding. Hm. Naja, muss ich wohl wahrscheinlich doch mal hinten lang. Den einen Gegner da noch platt machen. Da ist der Aufzug, den habe ich schon benutzt. Oder komme ich da irgendwo anders hin? Nee, oder? Da ein Aufzug? Ne, auch keiner. Hm. Da muss ich wohl doch irgendwie da hinten hin, ne? So, einmal die Runde gelatscht. Da muss ich wohl doch hier irgendwo lang. Ah ne, da kann ich ja hier lang.
So, links hier geht's nicht weiter. Also kann es ja nur hier hinten sein. Muss ich den krassen Dude hier noch platt machen. Ja, das ist auch krass. Das wird schon ein bisschen schwierig. Schwert, ja. Tatsächlich gar nicht so schlecht bisher. Boah. Okay, da habe ich jetzt richtig erwischt. Guck doch mal, was er für ein Fitzel noch hat. Ja, es hätte eigentlich auch sein Tod sein können. Naja. So, rushen wir nochmal hier durch. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr da hochgehen. Dürfte das hier kein Problem sein. Da liegt nämlich, glaube ich, das Teil, was wir brauchen. So. Da kriegt erstmal hier die Keule. So. Drauf. Drauf, drauf, drauf. Ist er. Hier kommt jetzt aber nicht mehr der Starke, ne? Ja, okay. Gut, gut, gut. Weiter geht's. Die brauchen wir dann nicht mehr lang. Dann gehen wir jetzt mal auf den hier noch platt. Okay, das war schnell. Kriegt er hier noch die Packung? Zack. Was fallen lassen? Dann jetzt er hier. Aber trotzdem nicht, was es da geben soll. Kurz mal einen Trank nehmen. Liegt auf dem Boden als Chemieverstärker. Aber hier hinten gibt es auch gar nichts. Jetzt wird's verwirrend. Ich
sehe hier keinen Aufzug. Hier geht es ja nicht weiter. So, lass nochmal gucken. Da komme ich da hoch, gehe einmal die Runde, fahre hier den Aufzug runter. Irgendwo muss doch noch da lang gehen. Okay. Geh dann hier runter. So. Merkwürdig, merkwürdig. Dann würde ich sagen, kann man ja nur hier durch das Blut gehen. Schlüssel-Untergrundlabor benötigt. Moment mal. Geht's hier noch lang? Nö. Geht's nicht. Okay. Dann müssen wir tatsächlich nochmal hier durchrennen. Keine Ahnung, wo hier ein Aufzug sein soll. Ich renne auch einfach mal durch. Nur um zu gucken, ob hier wirklich ein Aufzug ist. Wenn nämlich nicht so aus, als gäbe es einen Aufzug. Gehen wir hier lang. Hier sind wir ja gestartet. Hier war ein Teil. Hier geht's. Ah, da ist der Aufzug. Oder was? Jo. Aha. Krasse Sache. Komisches Vieh hier. Zum Gehirn. Oh, nett, wieder so einer. Die könnte ja leiden wie Bauchschmerzen mit der. Der kleine Sack. Oh. Okay, ich nehme einen. Jetzt kommt da wieder so ein kleiner Schalter hier an. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das war knapp. Das war auch knapp. Das war den hier wegmachen. So. Ja, mach's doch noch zwar wieder. Der geht mir so hart auf den Sack, der Kerl. Der verliert halt einfach nichts so. Junge. Alchemieverstärker, immerhin. Noch ein paar Tränke upgraden. So. Gehen wir hier durch. Und hier gibt es dann hoffentlich irgendwo den Schlüssel. Hier runter. Haben wir hier Erinnerung. Okay. Nämlich direkt auf die Nase hier. Oh, nett, noch so ein Vieh. Oh. Das wird eng. Ja, besonders wenn man so ausweicht.
Sack nehmen. Oh, ich hab keinen Sack genommen. Oh. Hat er nicht gemacht. Okay. Das wird aber jetzt easy eigentlich. Vor allem, wir haben schon die stärksten Gegner platt gemacht. Ich hasse diese komischen fliegenden Krähenviecher, was auch immer das sein soll. Gehen wir einfach hier durch jetzt. Dann hier hinten lang. Und da ist nämlich der Aufzug da. So. Jo, da hat er mir natürlich nochmal einer mitgegeben. Ist klar. Das habe ich eben gar nicht aufgesammelt. Cool, dass es liegen bleibt. Den Lappen umklatschen. So, hier runter. Hauen wir den hier noch um. Und jetzt was mal her. Das ist der Wahnsinn. Jetzt das hat die Seelen genommen. Ich muss natürlich erstmal warten, bis der Ritter hierher kommt. Den schön einzeln umhauen können. Das klappt ja blind. Das um die Kurve fliegt das Teil. So. Jetzt können wir uns um diesen Drabe oder was ist es? Diese komische Federvieh hier. Ich glaube, das ist bisher der schlimmste Gegner hier im ganzen Game. Von den normalen. Finde ich persönlich. Oh, guckt ihn euch an, einfach. Er braucht mehr Tränke als ein Boss. Hey, das gibt's nicht. Dieses Drecksding. Guck dir das an. Ich kann halt auch null einschätzen, muss ich dazu sagen. Macht immer so ganz komische Attacken. Das ist klar. Aber die anderen Sachen. Ey. Gehen wir an. Da haut er mich einfach mit so einem Fetzel noch um. Das ist der Wahnsinn. Macht einfach mal einen 200er Schlag. Ganz easy auf der Hüfte. Aber die anderen einfach nur 100 zocken. Als hätte er gewusst, dass ich nur noch 198 habe. Macht er einen 210er Schlag. Das ist super. Das ist echt klasse. So. Kann halt sein, dass man dem einen Typ einfach 5 Drecke verbraucht. Dem einen Lappen da.
Hammer. Hammer hat. Jetzt ist hier auch wieder dieser Ritter da. Da muss ich auch wieder erstmal aus dem Weg räumen. Eieiei. Ah, meine Seelen liegen schon mal her, das ist so gut. Meine Memories. So wie es hier heißt. Erinnerungen. Da ist er. Der Drecksack. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich diesen Ritter brauche. Ey, das ist so hart. Ein Schuss, der einfach um die Ecke fliegt. Und der Ritter kommt auch nicht. Er kommt einfach nicht. Jetzt kommen sie wieder beide. Ach. So, bevor er jetzt wieder seinen 200er Schlag macht, in dieser Energie, war zwar unnötig, Schlüssel zum Untergrundlabor, da muss doch. So, und jetzt haben wir das Level aufgepackt. Wunderbar. So, wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Hier so schön Blut da rauskommt. Crazy. Den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Kann man ja eigentlich gar nicht. Da geht's sogar nicht runter. Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Falling Damage gibt's nicht. Super. Ja, dann können wir uns jetzt das Teil holen. Und dann sind wir eigentlich fertig hier, glaube ich. Nee, doch, da lang. Doch, doch, doch. Ja, hier geht's lang. So, gehen wir einfach mal hier durch. Und dann kommen wir raus. Hier haben wir es doch. So, und da haben wir es. Rezeptur. Jawohl. Top. Nein, es gibt hier nichts mehr zu sehen. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier die Rezeptur. Und dann kann man hier ausruhen. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir damit Schönes machen können. Mal ein bisschen was auf Vitalität. Talente können wir auch noch was drauf machen. Hier Strategie. War das hier? Seuchenwaffen. Oh, dann können wir die Doppelklingen upgraden. Das ist super. Die
Die fand ich bisher echt noch am besten. Deswegen nehmen wir die jetzt wieder. Tränke, so. Tränke aufwerten, das können wir jetzt hier voll machen. Kriegen wir Trophäe, Alchemist. Und jetzt kann man hier Rezeptur, hatte ich doch gehabt. Muss ich das hier erst zeigen? Gegenstand zeigen. Forschungsnotizen. Okay. Gegenstand zeigen. Erforschung der Rezeptur. Nachdem ich verschiedene Rezepturen ausprobiert hatte, fand ich heraus, dass eine hohe Konzentration im reinen Blut die Seuche effektiv unterdrücken kann. Mit einer solchen Methode lässt sich selbst die Lebenskraft von Monstern und Mutierten entfernen. Deshalb habe ich darum gebeten, Material für das Herz zu sammeln. Ah, okay, aber das war jetzt keine Rezeptur für den Trank. Reines Herz von Vark. Schlummert sanft. Gucken wir jetzt nochmal, ob es eine Rezeptur war. Nein, war es nicht. Jetzt ist die Frage, ob man hier einfach irgendwas kombinieren kann. Sieht aber nicht so aus. Okay. Top. Das war wieder eine Folge, Leute. Demnesia. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hat ein bisschen länger gedauert diesmal. Aber denke ich kein Problem. Und dann schauen wir, was es als nächstes gibt. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder zu einem versteckten Boss, den wir machen können. Und den gibt es in der nächsten Folge. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Däumchen hoch, Abo hinterlassen und bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao, ciao.